Herzlich willkommen bei den Base Talks hier im Podcast auf FS1 und der Radiofabrik. Bei mir ist heute zu Gast der ärztliche Leiter der physikalischen Medizin und Reha-Abteilung des Kardinal-Schwarzenberg-Klinikums, Dr. Sebastian Ettinger. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich. Wir sitzen jetzt heute hier in Salzburg und es hat nochmal einen schnellen Wintereinbruch gegeben, nachdem es ja schon recht frühlingshaft wurde. Und ich möchte mit dir heute über das Thema Bewegung sprechen. Im Frühling zieht ja auch die Menschen nach draußen und Bewegung ist ein großer Punkt. Und auch Bewegung ist in meiner Personal Base Strategie mit Base B der erste Punkt, Bewegung, ganz was Wichtiges. Und gerade jetzt in Zeiten der Pandemie ist ja auch das Homeoffice sehr wichtig geworden oder wurde man dazu auch fast verdammt. Meiner persönlichen Meinung nach wäre es ja so oder so dazu gekommen, nur die Pandemie ist der Brandbeschleuniger für das Thema Homeoffice. Und genau über das möchte ich mit dir heute sprechen und die Folgen von Homeoffice auf unserem Bewegungsapparat und wie du das aus ärztlicher Sicht siehst. Wie du schon richtig sagst, also Bewegung ist sicherlich eine der zentralen Säulen. Natürlich gibt es mehrere Säulen, um selber im Gleichgewicht zu sein, aber ich sehe auch die Bewegung als die große zentrale Säule. Und Brandbeschleuniger hört sich ja auch interessant an. Sicherlich ist vielleicht dieses Brandbeschleunigen etwas zu schnell und darum gibt es einige Dinge, wo wir hinterher hinken und wo wir uns überlegen müssen, wie können wir da was verändern, dass wir also auch die positiven Effekte von Veränderungen, die durch die Pandemie gekommen sind, auch mitnehmen und nicht irgendwie stecken bleiben in der Situation eines Lockdowns und eines Zuhausebleibens, ohne die wichtigen Momente der Bewegung mit aufzugreifen. Genau, ja. Jetzt so aus deiner ärztlichen Sicht, wo siehst du jetzt so rückblickend? Wir haben fast, die Pandemie jährt sich, würde ich sagen, jetzt knapp. Mhm. Ne? Mit so einem Blick zurück, mit dem Beginn, wie hat es angefangen, wenn du das jetzt so aus deiner Sicht siehst, auch mit deiner Abteilung, welche Veränderungen konntest du wahrnehmen? Oder sieht man schon Tendenzen, auch wenn man sagt, jetzt das Thema Homeoffice, dass da irgendwo vermehrt Herausforderungen rantreten, Beschwerden etc.? Ja. Wir waren in der ersten Phase sicherlich überrascht oder natürlich noch viel unwissender und haben einfach mal eine gewisse Schockstarre gehabt, wahrscheinlich am Anfang wie viele, und haben im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum sehr vieles reduziert und runtergefahren und eingeschränkt. Und aus dem Stadium sind wir heraus und versuchen natürlich möglichst viel aufrechtzuerhalten, können aber immer noch nicht auf gleichem Niveau weiterspielen, sage ich mal, was jetzt die physikalische Medizin angeht. Wir können noch nicht in dem Ausmaß ambulante Betreuung, ambulante Leistungen weiterbringen, weil wir natürlich auch geringere Gruppengrößen haben und uns da etwas einschränken müssen. Wir sehen natürlich im Patientenklientel mittlerweile auch eine gewisse Veränderung durch angehende Impfsituationen und verändertes Patientengut werden, also kommen auch mehr jüngere Patienten zu uns. Und wir haben ja eine ambulante Gruppe initiiert, um eben Patienten, die nach einer Covid-Erkrankung Defizite haben und Leistungseinschränkungen haben, zu unterstützen, dass sie wieder auf ihr voriges Niveau kommen. Und da sehen wir schon, dass es also häufig sehr schwierig ist, daran anzuknüpfen und dass es also auch wesentlich länger braucht, als man oft gedacht hat, um wieder an die Leistungsfähigkeit heranzukommen. Jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Wenn man sagt, auch wenn es dann soweit ist und man wirklich an Covid erkrankt, wie wichtig ist eigentlich die Prävention davor, um da möglichst gut durchzukommen? Bewegung, siehst du da Unterschiede? Wir sehen natürlich, dass Prävention in vielen Bereichen wichtig ist. Das geht schon von Better-in, Better-out-System aus, wo wir also propagieren und sagen, wenn jemand zu einer geplanten Operation kommt, soll er sich vorher schon vorbereiten und entsprechend auf einem hohen, guten, fitten Niveau ins Krankenhaus kommen, dann kommt er schneller wieder raus und kann also dieses Benefit mitnehmen. Das sieht man natürlich auch im Rahmen von Covid-Erkrankungen. Patienten, die also vorher weniger Begleiterkrankungen gehabt hatten, weniger Komorbiditäten haben, die haben natürlich einen Startvorsprung, klar. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer wieder Patienten, die trotz gutem initialem Aussteigen aus der Erkrankung später auch noch Probleme zeigen und es nochmal zu einer Einschränkung kommt in der Leistungsfähigkeit. Das heißt, auch auf beide Situationen, die OP-bezogen oder auch Covid-Erkrankung bezogen, je fitter ich vorher bin, umso besser geht es mir danach oder desto kürzer ist die Reha-Phase. Ja, ich würde schon sagen, also es ist natürlich auch, wir wissen das ja aus vielen Bereichen,
was für einen Stellenwert Bewegung hat, die zentrale Säule. Wir wissen aus der Onkologie, wir wissen aus verschiedenen rheumatologischen Erkrankungen, wir wissen aus verschiedenen Stoffwechselerkrankungen, entzündlichen Erkrankungen, dass überall die Bewegung positiv mit hineinspielt. Und wenn man das natürlich präventiv mit einer gewissen Routine einfach in sein Leben einbaut, dann hat man also, wenn es darauf ankommt, natürlich einen Startvorsprung. Gell? Das ist auf jeden Fall. Jetzt sagst du Bewegung, die zentrale Säule, steht bei mir bei BASE auch an erster Stelle, nicht umsonst. Wie würdest du Bewegung unterteilen aus deiner ärztlichen Sicht jetzt? Ich sage jetzt mal Ausdauertraining, Kraft, Beweglichkeit, Koordination. Bewegung hat ja viele Ausprägungen. Wie würdest du diese gewichten oder wo siehst du, ich sage jetzt einmal für den Zuseher, Zuhörer jetzt, was sind so die Themen von Bewegung aus dem präventiven Aspekt? Also wenn man hoffentlich jetzt keine OP hat und bei dir dann aufschlägt, aber was wäre da möglichst gut jetzt, wenn ich sage, ich mache jetzt Sport nicht aus dem, weil ich einfach ein sportlicher Mensch bin und Sport machen möchte, weil es mir was gibt. Das macht ja auch mental ganz viel vielleicht mit uns. Aber rein jetzt aus deiner ärztlichen Sichtweise nochmal. Ne? Welche Aspekte hätte da Bewegung und welche Komponenten sind da besonders wichtig? Grundsätzlich würde ich da gleich mal die österreichischen Bewegungsempfehlungen aufgreifen, die mal eine gute Basis legen. Wobei man muss ganz klar sagen, das ist die Basis. Also ein gewisses Maß an Grundlagen, Ausdauer, Bewegung, Aktivität auf einem niedrigen Niveau, beziehungsweise auch wünschenswert auf einem etwas anstrengenderen Niveau, wo man also schon ein bisschen auch nicht mehr dann neben Pfeifen singen und rehatschen kann. Dazu gehören ja auch 2 Einheiten pro Woche mit Muskelkrafttraining, die sicherlich auch im hohen Alter relevant, wichtig und notwendig sind. Wenn man also das mal als Basis sieht, als untersten Level, dann ist natürlich darauf aufzubauen. Und das ist alles wünschenswert, was man darauf aufbauen kann, wenn man daran denkt, eben, dass man auch noch diese Komponenten des Gleichgewichts, des propriozeptive Training mit hineinnimmt, wäre sicherlich wünschenswert, weil es natürlich dann auch, wir sehen es im Alter, einen großen Benefit bringt, um einfach Sturzprävention oder eben gewisse Unfälle zu vermeiden. Also da gibt es sicherlich noch viel dran auszubauen. Wobei grundsätzlich, glaube ich, ist auch relevant, dass wir einfach die Wünsche und die Vorlieben der Menschen nutzen oder dass man einfach sich daran orientiert und erkennt, was macht einem denn Spaß, wo kann man sich leichter überwinden. Jeder kennt den inneren Schweinehund, den man mal auf die Seite drücken muss. Und da muss man vielleicht auch immer wieder überlegen, mitzuvermitteln, Strategien zu entwickeln, dass man eben in dieser Bewegungsroutine drin bleibt. Und diese Momente, wo man mal nicht so viel Lust hat oder wo es mal irgendwelche anderen Gründe gibt, die man immer vorschiebt, dass man die dann auch klein halten kann, um weiter in der Bewegung zu bleiben. Ja. Das heißt, habe ich dich jetzt richtig verstanden, die Bewegungsempfehlungen, die offiziellen sind 2-mal in der Woche Muskelkrafttraining. Genau. Und insgesamt in der Woche quasi entweder die niedrigen Bewegungsaktivitäten mit Spazierengehen, leichten Tätigkeiten beziehungsweise dann mit höherer Intensität auch mal mit Laufen oder mit anstrengenderen Aktivitäten. Und von welchen Umfängen spricht man da auf der offiziellen Seite? Offiziell haben wir hier 45 Minuten intensiveres Training oder 90 Minuten auf niedrigerem Niveau des Trainings auszuführen. Jetzt hast du mir im Vorhinein ja gesagt, deine Kinder sitzen ja auch im Homeoffice, eigentlich Homeschooling. Ne? Wie sieht da die Sache aus, wenn man das Ganze jetzt auf die Kinder runterbricht, die ganze Bewegungskomponente, Homeschooling? Der Gedanke kommt mir jetzt spontan, wie wichtig schreibst du da Bewegung zu, wenn dann jetzt die Kinder gar nicht in der Schule sind, sondern auch noch zu Hause vorm Laptop sitzen? Naja, das sehen wir natürlich schon, oder ich glaube, da gibt es auch schon einige Untersuchungen dazu, dass hier eine große Veränderung stattfindet. Der Ursprung in alles ist, glaube ich, eher die Situation der mobilen Devices und der internetfähigen Devices, dass also da sehr viel Zeit verbracht wird an Handys, Tablets und Computern. Und wenn dazu dann noch die schulischen Anforderungen kommen mit gewissen Online-Formaten, die also da absolviert werden, dann ist es umso wichtiger, dass man natürlich da auch einen Cut schafft und was anders macht und sich bewegt. Und
wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man rausgehen kann, einen Garten hat oder irgendwo Natur hat in der Nähe, dann ist das natürlich umso schöner. Aber dramatisch wird es wahrscheinlich gerade in den Situationen, wenn es also im urbanen Raum ist, wo man nicht so einfach hinaus kann und wo man also in verdichteten Räumen ist, wo man also das weniger nutzen kann. Drum kann man natürlich überlegen, ob man Kombinationen schafft aus eben Online-Angeboten mit Bewegung oder gewisse Spielformate, die man also vielleicht auch mit virtuellen Welten kombinieren kann, wo man also sich bewegt, sei es jetzt, ob das jetzt ein Icarus-Racing-Format ist, wo man also voll kardanisch aufgehängt mit einer 3D-Brille virtuell durch irgendwelche Welten fliegen oder schwimmen kann. Oder ob man jetzt mit irgendwelchen Bällen oder instabilen Ebenen auch was arbeitet, wo man dann also Spiele betätigt. Es gibt sicherlich tolle Ideen, die man also nutzen kann, um hier auch die Bewegung zu fördern. Jetzt hast du das mit den mobilen Devices und Gadgets gesagt und ich glaube, ein Stichwort ist ja auch, um diese Bewegung zu fördern, Gamification. Wie motiviert man Leute eben, hast du richtig gesagt, ja, den inneren Schweinehund zu überwinden, den kennt jeder von uns mal, ne? Du hast ja auch zuerst mal erzählt, eigentlich da bei euch in der Therapie hat sich ja einiges geändert mit Spielen oder wo die auch interaktiver werden, wo ihr solche Sachen eingebaut haben. Wie sieht das aktuell aus und wo siehst du eigentlich die Zukunft? Wo geht das hin noch, die ganze Rehabilitation, Bewegung, Gamification, weil du gesagt hast, das wird viel mehr da eingebaut schon. Ich meine, es ist natürlich, auf der einen Seite gibt es sehr viel an Exoskelettentwicklungen und unterstützenden mechanischen Gerätschaften, um Rehabilitation zu vereinfachen oder vielleicht auch zu optimieren. Wobei man darf nicht vergessen, dass also der Kontakt zum Therapeuten sicherlich noch ein ganz wichtiges Tool ist und auch viel zur Motivation beiträgt. Aber man muss da schon schauen, ob man nicht eben das kombinieren kann und eben viele Geräte, viele instabilen Ebenen, Trainingsmethoden für Gleichgewicht oder auch Kletterwände, die dann integriert haben, irgendwelche Leuchtdioden, die man anberühren muss oder irgendwelche bewegenden Flächen bzw. projizierten Flächen, die man also, wo man hinterher klettert, die machen das schon interessant. Dass man also da wirklich auch die virtuelle Welt mit mehr, also mehr hineinholt. Also hybride Reha-Mittel, ja, ähnlich wie hybride Arbeitswelten. Genau, nicht zu vergessen, aber immer den persönlichen Kontakt zum Therapeuten, was sicherlich eine ganz wichtige Säule ist, um einfach auch da Fehler zu vermeiden und also falsch angelernte Bewegungsformen eben zu reduzieren. Das bringt mich genau zu einer spannenden Frage, weil du brauchst ja den Therapeuten als Korrektivum, ne? Wie siehst du das, wenn jetzt Menschen zum Beispiel mit Handy-Apps trainieren, wo Trainingspläne, Übungen vorgegeben werden, die jetzt vielleicht noch nicht so diesen sportlichen Bezug, die eigene Körperwahrnehmung haben? Welche Empfehlungen könnte man solchen Menschen geben? Wie weit macht es einen Sinn? Wie wichtig ist, gerade wenn ihr jetzt beginnt, Sachen aufzubauen, körperliche Fitness, ab wann macht es Sinn, mit einem Trainer zum Beispiel zu machen, um hier nicht Fehlmuster einzugreifen? Naja, ich kann mir vorstellen, also die Dosis macht wahrscheinlich das Gift. Wenn ich das in einem geringen Umfang nutze, dann wird nicht viel verhaut sein. Dann überwiegt das Positive einfach die Bewegung und die Aktivität. Mhm. Wenn man natürlich dann in Sphären kommt, wo man also das sehr intensiv betreibt, wo also da wirklich in Richtung Spartan Races das Ganze geht, wo es also zur Sache geht und wo man intensiv trainieren muss, dann ist natürlich schon die Problematik, dass also so ein intensiveres Training auch Bewegungsmuster falsch einstudiert beziehungsweise Balancen durcheinander bringt, sodass es also dann zu Defiziten kommt und zu Problemen, zu Beschwerden kommt, wo man dann hinten nach natürlich umso schwerer sich wieder tut, diese wieder aufzulösen und wieder auszugleichen. Also diesen Schritt muss man wahrscheinlich irgendwo schauen, wie man den mitbringt oder wie man den erkennt, dass man also zum richtigen Zeitpunkt auch entsprechend professionelle Hilfe hat, um gewisse Bewegungsmuster optimal ausführen zu können. Ja, spannend. Sag, wo oder was waren deiner Meinung nach so deine wichtigsten Erkenntnisse so jetzt in deinem Fachgebiet und wohin siehst du auch, geht es einfach die medizinische Forschung jetzt im Bereich physikalische Medizin und Rehabilitation in Zukunft? Wo sind da die Trends? Na, jetzt also Covid, mit Blickwinkel Covid, glaube ich, hat also das ambulante Setting an Bedeutung gewonnen. Natürlich auch ambulante Rehabilitationen, die ja in Österreich immer noch zumeist stationär ausgeführt werden. Aber ich denke, dass also gerade die ambulanten Rehabilitationen wichtiger werden,
weil sie natürlich jetzt im Speziellen Covid-bedingt wesentlich sauberer ablaufen und kontrollierter sein können, aber auch natürlich in dem Sinne den Menschen mehr entsprechen, weil man parallel dazu in die Arbeitswelt zurückkehren kann, in einem gewissen Training auch die Arbeitswelt mit hineinnehmen kann, sodass man also diese Kombination gut nutzen kann. Und rein finanziell gesehen ist das natürlich auch nochmal unschlagbar günstig, eigentlich eine ambulante Rehabilitation. Von dem her glaube ich, also ist das sicher Erkenntnis, wo man auf Ebene der Sozialversicherungen forciert drauf schauen sollte, dass man also dieses Angebot in Österreich ausweitet. Jetzt hast du gesagt, Stichwort Sozialversicherung, ich sage mal, Sitzen ist das neue Rauchen. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Kann ich nur bestätigen. Nicht nur im Alltag, wo man also das Sitzen so deklarieren kann und wo wir schauen müssen, dass wir diese sitzende Zeit reduzieren sollten. Natürlich gibt es tolle Möglichkeiten, dass man also auch am Arbeitsplatz mit höhenverstellbaren Schreibtischen, mit instabilen Ebenen, mit verschiedenen Möglichkeiten, also sich da etwas vorschützt. Vielleicht spielt auch gerade da die Pandemie positiv mit hinein, dass man also sagt, die Arbeitszeit, die Arbeitswelt ändert sich und wird also mehr getrennt in Anwesenheit am Arbeitsplatz mit Homeoffice kombiniert. Und gerade diese Kombination kann man also jetzt aus dem Bewegungsblickpunkt her vielleicht ganz gut nutzen und damit eben auch eine Veränderung schaffen. Gleiches gilt fürs Krankenhaus. Wir möchten auch da schauen, dass wir die Liegezeiten reduzieren. Wir wissen, verkürzte Liegezeit bedeutet weniger Dekonditionierung, weniger Muskelkraftverlust, weniger Abbau und somit steigt man also besser aus und kommt also gesünder oder schneller wieder besser auf die Füße. Ne? Also dann ist man schneller wieder fit. Also das sind sicherlich Aspekte, die man deutlich berücksichtigen muss. Sind das jetzt Ansätze, die man ja im Sport, im Hochleistungssport schon lange macht? Ich meine, du warst ja auch Teamarzt bei Red Bull. Dass man da, beim Sport ist es ja ganz wichtig, dass da die Ausfallszeiten und die Linien ganz, ganz kurz gehalten werden. Sind das Modelle quasi, die man jetzt aus dem Spitzensport lernt und da in die breite Masse hinein transferiert? Wahrscheinlich geht es in beide Richtungen. Ich kann mir vorstellen, dass es in beide Richtungen geht. Also wenn ich jetzt aus dem operativen Setting her mir anschaue, was für Entwicklungen sich dort tun, wie man schneller wieder fit wird, wie man frühzeitiger und wie man also noch komprimierter arbeitet, sowohl von den Operateuren her komprimierter arbeitet, aber auch in der Nachbehandlung her natürlich intensiver dran ist. Klar ist da immer noch ein deutlicher Unterschied zum Spitzensport, weil der Spitzensport natürlich ganz andere Anforderungen hat, aber auch ganz andere Grundvoraussetzungen hat, sei es jetzt in der Betreuung, aber auch in der Ausgangsposition und Ausgangslage der Sportler bzw. dann Patienten. Der Trend geht wahrscheinlich in diese Richtung, dass man einfach da noch optimiert, aus vielerlei Hinsicht, nicht nur auch monetärer Hinsicht. Macht auf jeden Fall absolut Sinn, ja. Weil es für die ganzen Kostenträgerseiten natürlich viel, viel effizienter ist. Genau, ja. Wie siehst du da die Entwicklung, wenn man das jetzt schaut? Ich glaube, eines der Schlüsselbegriffe der Zukunft wird sein, so der eigenverantwortliche Umgang mit Gesundheit und dass die Leute in mehr Eigenverantwortung, in die Eigenprävention mehr kommen. Wie siehst du das? Wie kann man da eine Trendwende herbeiführen, dass man mehr aus der Reparaturmedizin in eine ganzheitlich holistische Präventivmedizin kommt? Ja, wir müssen wahrscheinlich früher anfangen, Gesundheitskompetenz und Bewegungskompetenz zu lernen. Also da ist wahrscheinlich vieles, wo wir schon in den jungen Jahren anfangen, den Grundstein legen müssen, dass da der Spaß und die positiven Effekte da schon spürbar sind und dass man da eben diesen Spagat schafft zwischen Online-Screen-Time und Outdoor-Bewegungstime, sage ich mal. Dass man diesen Spagat gut hinbekommt und den Bewegungsteil nicht vernachlässigt. Dann haben wir vielleicht die Chance, dass wir die Generationen, die späteren, einfach auf den richtigen Weg bringen. Natürlich ist es immer schwierig, im fortgeschrittenen Alter dann noch die Wende zu schaffen, wobei man kann auch ganz klar sagen, es ist nie zu spät. Also egal in welchem Alter, es ist nie zu spät, mit Aktivität und Bewegung zu beginnen. Man hat jederzeit noch einen Benefit daraus. Also das muss man klar sagen. Aber wir müssen wahrscheinlich früher anfangen und uns da schon in den schulischen Konzepten her mit vielleicht moderneren Schulkonzepten was verändern, was überlegen, dass die Sitzzeit anders wird, dass sie Spaß haben an Bewegung, dass Lernkonzepte einfach da sich verändern. Das heißt auch in Schulen vielleicht die
etwas vernachlässigte Off-Touren-Stunde, die jetzt natürlich auch in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling komplett wegfällt. Dramatisch, ja. Dramatisch wegfällt. Jetzt war das eh schon nicht ein hohes Maß an Bewegung, ne? Und jetzt sitzen sie auch vor Gadgets und Devices mal in der privaten Zeit oder nach der Schulzeit. Mhm. Das heißt, da einen Fokus drauflegen und die, so wie du sagst, diese Kompetenzen eigentlich gehören hier eigentlich schon im Schulischen integriert, verankert und vermittelt. Nehme ich dich da so richtig wahr? Das sehe ich so. Ja. Wahrscheinlich ist es eine Überlegung, Schulstunden in den Klassen überhaupt zu stornieren und dann die ganze Zeit zu nutzen in täglichen, ausgedehnteren Bewegungspausen und dort die Aktivität umzusetzen und dort schauen, dass man die Kompetenz und den Spaß an der Bewegung findet. Ja. Jetzt hast du noch zuerst das fortschreitende Alter auch angesprochen. Sag mal, die Lebenserwartung ist ja eher steigend. Ne? Wie wichtig ist dann eigentlich mit Muskelatrophie im Alter da das ganze Thema Bewegung, Krafttraining, um hier einfach am Bewegungsapparat, sage ich jetzt mal, Schäden vorzubeugen? Naja, nicht nur Schäden vorzubeugen, was jetzt Muskulatur, aber auch natürlich Knochensubstanz angeht, weil diese Strukturen brauchen die Belastung und die Aktivität und den Impact. Aber klar, wenn wir uns wünschen, dass wir im Alter unabhängig und noch mit Bewegungsfreude aktiv am Leben teilnehmen können, also Teilhabe nutzen können, dann müssen wir natürlich uns vorzeitig und früher bewegen. Gibt es also schöne Untersuchungen dazu, dass wir ungefähr zum gleichen Zeitpunkt das Zeitliche segnen, aber diejenigen, die sich bewegt durchs Leben wagen, wesentlich später in diese Grenze kommen, wo sie Hilfsbedürftigkeit erfahren. Und das möchten wir natürlich möglichst gegen Ende des Lebens hinausschieben. Also wenn wir uns mehr bewegen, schieben wir diesen Zeitpunkt, wo wir hilfsbedürftig werden, nach hinten. Und das ist natürlich das zentrale Thema, glaube ich, was wir erreichen wollen. Klar gehört Muskulatur und Aktivität für die Muskulatur dazu, weil wir wissen, dass natürlich hier eine Veränderung schon in wesentlich früheren Jahren beginnt. Und klar müssen wir den Knochen stärken, um eben da verschiedene Pathologien zu verhindern. Und wir brauchen das Gleichgewicht, damit wir also gerade diese Sturzprävention verhindern, weil ein Sturz und eine Fraktur an der Hüfte ist für ein ganz beträchtlicher Prozentsatz schon der Beginn der Pflegebedürftigkeit. Das heißt, das auf möglichst lange nach hinten rausschieben, wenn ich dich so verstehe, und dass man einfach, da hängt ja auch viel anderes noch dazu, Beziehungen, das soziale Interaktion, das ganze Mentalaspekt. Wenn ich das natürlich, da kann ich mein Leben eigentlich in der zweiten Lebenshälfte viel, viel fitter bestreiten. Positiver, genau. Und habe einfach mehr vom ganzen Leben, mehr Qualitätszeit, wenn man so sagen möchte. Ne? Natürlich. Und wir wissen ja auch aus anderen Bereichen, dass gerade aus der Psyche her die Bewegung die positiven Effekte hat, was also an Glückshormonen und positive Empfindung mitbringt. Und klar, jetzt können wir natürlich ausholen und sagen, der Zahn der Zeit mit viel Einzelgängern bzw. Einzelhaushalten und weniger familiärer Bindung ist eher negativ, was jetzt die Psyche angeht, weil wir wissen, dass wenn man das Alter erreicht, was ist das Wichtigste, ist eine stabile Bindung, die man hat. Wenn man das natürlich dazu noch haben kann, dann hat man vieles richtig gemacht. Ja. Jetzt haben wir sehr um das Individuum und die Person gesprochen. Ein Bereich, wo ich persönlich denke, dass er noch sehr zunehmen wird, jetzt auch nicht desto trotz der Pandemie geschuldet, ist natürlich das Thema Corporate Health. Wie siehst du es da? Hast du da Einblicke und Ideen dazu, wo das in Zukunft hingehen kann, wohin da die Trends gehen? Ich sage jetzt mal, auch mit Thema Bewegung im unternehmerischen Umfeld, um Sitzzeiten zu reduzieren, und auch dieser Präventionsgedanke, dass der nicht nur am Individuum ist, sondern eigentlich mit dem ganzen Thema Homeoffice verschwimmt ja auch diese Work-Life-Integration, also sprich beruflich und privates. Siehst du da eine Wende oder einen Trend, wohin das geht, deiner Meinung nach, dass einfach Unternehmen da mehr eingebunden werden, auch in diese Präventivgeschichten? Also diese beruflichen oder die Gesundheitsförderung in den Betrieben, merkt man schon, dass also da immer wieder mehr Verlangen danach ist. Und ich kenne also einige, die sich wünschen würden, dass man eine gewisse Zeit auch im Betrieb nutzen kann, um eben aktiv zu sein oder um Trainingstherapie-Einrichtungen zum Beispiel zu nutzen. Und ich habe das vor vielen Jahren an der Mayo-Klinik kennenlernen dürfen, was für ein riesen Fitness- und Health-Areal die haben.
welches von 5 in der Früh bis 23 Uhr am Abend geöffnet ist, wo man also wirklich in den Randzeiten bzw. in den Pausenzeiten des beruflichen Alltags jederzeit trainieren geht. Und das wurde also toll angenommen. Und da gibt es sicherlich einiges, was auch für uns hier noch zu optimieren ist, ganz sicher. Ja, ich glaube also, dass in diesem Bereich einiges kommen wird, um die Betriebe. Die Betriebe kümmern sich dann um gesunde Mitarbeiter und der gesunde Mitarbeiter ist der leistungsfähige Mitarbeiter. Und da ist sicherlich noch eine große Zielsetzung. Jetzt, was mich so zum Schluss noch interessieren würde, wie bist du überhaupt in dem Bereich physikalische Medizin und Rehabilitation persönlich gekommen? Und was machst du für deine persönliche Gesundheitsvorsorge punkto Bewegung? Grundsätzlich war ich eher so auf der Schiene Anästhesie unterwegs und okay. Notfallmedizin, aber dann durch so manuelle Medizin eigentlich kennengelernt, wie gut es ist, mit den Händen was bewirken zu können und der Kontakt zum Patienten, der doch ein anderer ist. Somit ist dann dieser Schwenk gekommen in Richtung physikalische Medizin. Ich selber genieße es wirklich und habe eher wenig Probleme, früh aufzustehen, bin eher so dieser Morgenmensch. Daher bin ich mir schon sehr früh unterwegs und schaue also, dass ich wirklich regelmäßig meine Skitouren, meine Bergtouren oder Radtouren unternehme und versuche da natürlich die Familie mitzuziehen, sei es jetzt mal auf den Berg zu gehen oder ausgedehnte Radtour zu machen, aber da ist doch einiges zu holen und da bin ich regelmäßig unterwegs. Genieße es dann auch oder bin auch so ein bisschen ein Fan von diesen Uhren, wenn ich sage, man kann sowas aufzeichnen, man hat so ein bisschen Kontrolle darüber, wie ist der Schlafrhythmus, was hat man für Regenerationsphasen, wie viel Belastung war es, wie fühlt man sich danach. Das macht schon Spaß, wenn man das so ein bisschen aufteilen oder beziehungsweise genauer anschauen kann. Wenn du das sagst, jetzt hast du ja ganz viel Fachwissen natürlich zu dem Thema. Wie sehr deckt sich bei dir subjektive und objektive Wahrnehmung? Also eins kann ich ganz sicher sagen, dass der Alkohol, den man am Tag konsumiert, sich ganz stark auf den Schlaf auswirkt. Das kann ich also, das kann man wirklich eins zu eins ablesen an diesen Messsystemen, die man also da in der Nacht tragen kann, beziehungsweise es ist ja eh nur eine Uhr letztendlich, die man tragen kann. Ansonsten ja, merke ich auch, also wenn ich etwas schleifen lasse, dass also da die Qualität sinkt von der Bewegungsmöglichkeit her oder von der Aktivität her. Und kann also doch durchaus sagen, dass ich da das im Einklang sehe. Jetzt so zum Ende noch für unsere Zuseher und Zuhörer. Was würdest du als Take-Home-Message mit dem, was du tagtäglich in deiner Arbeit siehst, den Menschen fürs Homeoffice und für die Zukunft mitgeben? Naja, grundsätzlich, also was ich mir sehr gerne sage, ist, Bewegung ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Bewegung. Aber es ist natürlich nicht nur die Bewegung an sich, es geht ja um Qualität und es geht um Spaß. Und somit ist wirklich das Wichtige, dass jeder sein Ding findet, dass jeder seinen Glücksmoment in der Aktivität, in der Bewegung findet und gerade mit heutigen Möglichkeiten, was es alles an Material und an Kleidung und an Gadgets und an Tools gibt, sollte man da motiviert sein und sein Ding suchen. Super. Danke, lieber Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier warst. Und ja, liebe Zuseher, das war der Talk mit Dr. Sebastian Ettinger, der ärztliche Leiter der physikalischen Medizin und Reha-Abteilung des Kardinal-Schwarzenberg-Klinikums. Die Podcast gibt es wie immer in den ganzen Mediatheken zum Nachsehen auf YouTube, auf FS1 und der Radiofabrik. Und bis zum nächsten Mal.